Habe ich doch vorhin schon gesagt. Die Langeweile und die Wut sind miteinander verwandt. Und vom Wüten zu richtig böse sein ist dann auch nicht mehr weit. Ich glaube ja, dass die größten Ungeheuer der Menschheitsgeschichte, so Caligula, Adolf Hitler, die haben zuerst mal wahrscheinlich einfach die Langeweile nicht ausgehalten. Irgendwie haben auch die versucht, den Glücksmomenten hinterherhechelnd ihre Lebenszeit zu füllen. Irgendwie muss ich den Tag halt rumbringen, hat sich der Idi Amin gedacht und dann mal wieder ein paar Landsleute aufgegessen. Ja, ich freue mich. Außerdem hat er dann seinen Kumpels was zu erzählen gehabt. Wenn er welche hatte, das weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist ja sowieso viel besser, als was zu erleben, ist es ja, Geschichten zu besitzen über das, was man mal erlebt hat. Bei fast jedem Partygespräch, das kennen Sie bestimmt auch, geht es darum, was auf einer früheren Party mal passiert ist. Weißt du noch, wie damals bei der Klassenfeier der Flo so Hunger hatte und dann mit dem nackten Arm ins Goldfischglas von Jockels Eltern gegriffen hat und den Goldfisch raus und ins glitschige Ding. Das war krass. Wir suchen nach Geschichten, an die wir uns erinnern können und die wir in der Zukunft erzählen können, in der wir die Mauer aus Langeweile, die uns einschließt, tapezieren können. Nicht so sehr danach, Dinge zu erleben. Wir ziehen einen viel größeren Nutzen aus der Zweitauswertung unserer Erlebnisse. Das Erleben ist einmalig, der Bericht darüber wiederverwertbar. Komisch ist nur, es hat ja diese Erlebnisse alle mal gegeben. Die haben ja stattgefunden. Weil es jetzt früher einfach bessere, bewegtere Zeiten oder stimmen die doch nicht? Doch, die stimmen schon. Aber es waren halt wenige. Ich glaube, dass jeder so im Schnitt vielleicht über ein Dutzend Geschichten verfügt, die es wert sind, in großem Kreis erzählt zu werden. Wenn jetzt einer 36 ist, hat er alle 3 Jahre eine erlebt. Boah, dafür der ganze Aufwand. Dafür lesen und schreiben lernen. Fahrprüfung machen, Grippe kriegen, Liebeskummer haben, keinen Parkplatz finden. Aber so ist es, wenn es nicht für eine spektakuläre Geschichte reicht, ist es nichts wert. Wir stehen vor dem Plattenregal, vor dem Lebenswerk von Frank Zappa mit 65 Studioalben und kaufen die Greatest Hits. Die kennen wir zwar alle schon, aber wer weiß, ob uns der Zappa mit seinem anderen Kram da nicht zu Tode langweilt, um Gottes Willen. Es könnte ja sein, dass mal nicht Party ist. Dann lieber die Wiederholung der Wiederholung. Und dann hören wir die Greatest Hits. Und dann fallen uns Geschichten ein zu dem einen oder anderen Song, die passiert sind, als wir den zum ersten Mal gehört haben. Und in einer der Geschichten kommt der Holger vor. Dann denken wir uns, was der Holger jetzt wohl so macht. Und dann suchen wir den Holger auf Facebook und finden ihn und freuen uns. Und dann schreiben wir ihm eine Mail. Und in der Mail steht, sag mal, weißt du noch, wie damals der Flo den Goldfisch gegessen hat? Und wenn wir doof genug sind, verabreden wir uns mit dem Holger. Irgendwann hat jeder seine 12 Partygeschichten erzählt und es ist vorbei und es ist gleich wieder langweilig. Man hat gerade nur noch ein frisches Bier bestellt. Blöd. Dann denkt man sich, scheiß Facebook. Es hatte doch einen Grund, warum man den Kontakt verloren hat.